So, meine Lieben, da geht's auch schon weiter. Herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Tja, wir haben das letzte Mal Elizabeth gefunden, sind ihrem lieben Leibwächter, dem Songbird, begegnet und einfach mal so ins Wasserchen hier geplumpst. Da hängt da einfach mal ein Ozean im Himmel. Welch ein Glück. Da wollen wir nicht groß nachdenken drüber. So, dann würde ich sagen, wir suchen mal Elizabeth. Ich vermute, sie ist dort, wo die Musik erklingt. Aber zuerst klauen wir den Kindern hier natürlich noch das Geld. Oh, unsere Gesundheit ist auch gut angeschlagen. Da sollten wir auch ein bisschen was aufsammeln. Muni geht natürlich auch. Oh, sexy, sexy Bademode. Furchtbar, sie entblößt ihr Bein. Das geht gar nicht. Ja, ich glaube, zu dieser Zeit waren die Badeanzüge sogar noch ein bisschen länger. Ein Voxophon, da hören wir direkt mal rein. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Tja, Vorsicht mit Plagiaten, da ist schon so mancher drüber gestolpert. Aber wie heißt es so schön, schreibst du von einem ab, ist es geklaut, schreibst du von mehreren ab, ist es Recherche? So, so, da hat der Prophet also sein Leben am Flussufer zurückgelassen. Da will wohl jemand nicht, dass man von seiner Vergangenheit weiß. Oh, gut, wir sind auch schon wieder fast voll, was Gesundheit angeht, oder wir sind voll. Noch ein bisschen Zuckerwatte aus dem Müll, das kann nicht schaden. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Wie unhöflich, du mit deinem komischen Hütchen. Hey, ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Jo, wer nicht? Oh, da steht noch. Oh, das ist Bier. Nee, das muss nicht sein. Okay, da wir von den Leuten hier sowieso nichts erfahren, rennen wir doch einfach mal los. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Ja, das ist keine schlechte Idee, aber erstmal rankommen und Elizabeth finden. Vor allem sie dazu bringen, dass sie uns folgt. Wir haben es ja in der Ladezeit gesehen. Booker soll dem Mädchen alles erzählen, damit sie nur mitkommt. Und ich schätze mal, Booker wird das auch versuchen. Für Elizabeth sind wir wahrscheinlich sowas wie ihr strahlender Retter, der sie aus ihrem Turm befreit hat. Und ich vermute, Booker wird das wirklich schamlos ausnutzen. Oh, eine steife Brise hier. Da gibt es noch ein paar Salze. Und was haben wir hier? Zumindest einiges zu plündern. Oh, Müsli. Ja, Seitenbacher. Der Gag wird auch nicht alt. Das ist doch alles Schwindel. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Ja, dann geh doch in die Gewerkschaft, Kollege. Oder wählen SPD. Oh. So. Oh, ich glaube, da habe ich ihn gerade gefändet, deinen fairen Lohn. Das heißt, ich verschwinde mal. Und da ist ein Kinetoskop. Da schauen wir doch mal rein. Battleship Bay. Ah ja. Wunderhübsch. Ich frage mich gerade, wo das ganze Wasser herkommt. Das dürfte ohnehin, glaube ich, der allergrößte Knackpunkt sein für so eine Stadt im Himmel. Ich meine mal davon abgesehen, dass es technisch ja nicht machbar wäre, aber selbst wenn es möglich wäre, dass man sowas baut, wo kommt das Wasser her? Wo gehen die Abwasser hin? Wo kommt der Strom hin? Wie bringt man den zu den ganzen fliegenden Stadtteilen? Ich glaube, die Logistik wäre hier noch das allergrößte Problem. Gar nicht mal so sehr, das Ding in die Luft zu kriegen.
Zeiten ändern sich. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Wem sagst du das? Mich hat ein Orientale angehalten und nach der Uhrzeit gefragt. Einfach so. Es gehört verboten. Ist es, glaube ich. Nein, so eine Unverschämtheit. Ja, wir feiern alle die Rassentrennung. Das hat so ein bisschen was, ich überlege gerade, wie hieß das bei den Nazis? Kraft durch Freude? Irgendwie sowas. Wo dann Soldaten und so weiter auf Kur geschickt wurden, damit sie wieder fit sind für den Krieg. Ja, das hat alles so irgendwie ein Geschmäckle. Niemals erlauben. Mutter wird nicht gefragt. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Ja, da haben wir Norman Bates. Grüße an die Mutti. Na, du hast nichts zu sagen. Oh, Surfbretter, die sind doch recht modern. Ah, ich sehe Elizabeth da hinten schon rumtanzen. Was für ein Leben. Mir fehlen echte Strände. An echten Stränden musst du dir das Wasser mit allen möglichen Menschen teilen. Und diese Menschen sind unhygienisch. Ach, und sie kriegen die unvorstellbarsten Krankheiten. Wenn du mir nicht glaubst, fahr mal nach Finkton. So, Finkton. Das ist wahrscheinlich das Ghetto. Da sehe ich doch was. Oh, das ist nur ein Teil vom Pfeiler. Schade, ich habe mich schon gefreut. Moment, da war doch was. Ich sehe doch was. Hallo? Bier. Nee, danke. Vielleicht sollten wir beide einen Spaziergang machen. Ich gehe doch nicht mit dir spazieren. Es ist doch allgemein bekannt, was du für einer bist. Ja, der ist vor allem ein Trottel. Ich klaue ihm hier sein Geld aus seinem Körbchen. Und ihm kratzt es nicht. Salze. Sehr schön. Noch mehr. Seht ihn euch an, Ladies. Wirklich ein Jammer, dass dem keiner eine hübsche Badehose kauft. Ja, natürlich. Am besten so eine hautenge Speedo. Na, besser noch ein Stringtanga für Booker. Diese notgeilen Ladies hier. Sieh ihn dir an, total zurückgeblieben. Weißt du, ich kenne da einen, der kann das, sagen wir mal, regeln. Wilma! Tja, entweder das oder deine Familie lebt in Schande. Eine echte Zwickmühle, in der du da steckst. So, ihr Bruder ist zurückgeblieben und sie soll das regeln lassen, in Anführungsstrichen. Ja, ich kann mir vorstellen, in einer rassistischen Gesellschaft haben auch Behinderte nicht viel zu lachen. Die werden da wahrscheinlich genauso ausgegrenzt. Oh, was haben wir hier? Also dann, ihr seid stark. Stark! Tut so, als wärt ihr Herkules. Jawohl, gut so. Okay, Miss, jetzt die Hand etwas weiter oben auf sein Bein. Nein? Okay, dann eben so. Los, soll das den ganzen Tag dauern? Es ist so heiß. Hat jemand ein Taschentuch? Diese Grippe bringt mich um. Ich hab schon überall Sand. Überall? Ich mache nicht nur Souvenirfotos. Ich bin mir zu 90% sicher, dass eine Galerie in Emporia meine Arbeiten ausstellen wird. Zu 90%. Na, was für Schmuddelfotos macht er denn hier? Ihre Hand ist an seinem Bein. Pornografie. Pfui. Na, immerhin, die halten sich fit. Da räubern wir auch noch was aus und können wir bei dem Jungen was klauen, Limo. Aber klar doch. Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat, aber ich kann sie ihr nicht nehmen. Comstock wird die Vox erledigen. Wenn er sagt, er hat einen Plan, dann hat er auch einen. Wann hat er uns je im Stich gelassen? Ach ja, der Comstock. Die Vox sind doch hausgemacht. Würdet ihr die Leute nicht so ausgrenzen und so behandeln, dann würden sie sich auch nicht gegen euch wehren müssen. Das ist typisch Vox Populi. Die Iren und die Neger aufhetzen. Ach, erst ins Habertonruhen, dann holen sie dich aus dem Bett. Comstock sollte sie zertreten. Diese ganzen Kakerlaken. Ja, genau das meine ich. Ihr hetzt die schon ganz alleine auf.
Ohne Comstock gäbe es auch keine Daisy Fitzroy. So, genug philosophiert. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zu Elizabeth. Oh, sie hat Spaß. Kleine. Na gut, wir stören sie mal. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. Dorin. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt. Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Tja, Paris, da ist schon die Sache. Dem Mädchen alles erzählen, was es hören will. Und ich schätze, sie ist so vertrauensselig, weil sie im Booker eben ihren Retter sieht. Wussten Sie, dass dieser künstliche Strand in nur 6 Monaten entstand? Und woher weißt du das? Aus einem Buch, das ich nach Ihnen geworfen habe. Ist aber auch gut zu lesen. Ja, sie ist wirklich sehr schön gemacht, wie man sieht. Sie hat einen tollen Charakter. Sie ist nicht so, nur so ein blasses, farbloses Anhängsel. Aber ich denke, das werden wir noch alles erleben, wenn wir jetzt mit ihr unterwegs sind. Da tut es einem fast leid, dass Booker sie so ein bisschen hinter das Licht führen will. Guck mal da. Ah, sie macht mit. Nicht lachen. Naja, sie versucht es zumindest. Ja, ihr seht, sie interagiert mit der Welt um uns herum, was ich doch sehr schön gemacht finde. So, beobachten wir sie noch ein bisschen. Na, Lizzie, was planst du? Sehen Sie mal. Oh, gleich auf Anhieb. Ich staune gerade, denn beim ersten Mal hat sie es auf Anhieb nicht so weit geschafft. Da hat sie sich immer ein Stückchen gesteigert bei jedem Wurf. Das unterscheidet sich also auch. Wir müssen weiter, wenn wir das Luftschiff nach Paris kriegen wollen. Okay, nur eine noch. Okay. Sieht fast aus wie ein echter Ozean. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Ja, wenn es ab und an so wirkt, als warte ich auf etwas, dann wahrscheinlich, weil ich tatsächlich auf etwas warte, und zwar, dass Elizabeth etwas von sich gibt. Ich werde dich heiraten. Den Spruch kenne ich schon. Du musst mir glauben. Ich liebe sie nicht mehr. Es ist unglaublich, wie viele Männer, die ich kenne, keine Ahnung haben, wer sie sind. Ja, reizende Beziehungsprobleme. Oh, Elizabeth wartet schon. Das heißt, wir gehen mal. Ah ja, wir müssen Elizabeth bei Kämpfen nicht beschützen. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Das ist doch mal eine angenehme Sache. Wir alle kennen doch so gewisse Charaktere aus Spielen, auf die man achten muss wie auf ein rohes Ei, damit ja nichts passiert. Also Elizabeth geht während Kämpfen in Deckung. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und wir gehen mal hier durch. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Ja. Der lustige Weihnachtsmann schaut nicht wirklich sympathisch aus.
aber bevor wir gehen, möchte ich doch hier noch ein bisschen plündern. Oh, das sind scheinbar die Pumpen, die den Ozean in Bewegung halten. Ah, da gibt es Geld. Wir sind echt wohlhabend, was? Ja, aber mehr kann nie schaden. Oh, verdammt, das war Bier. Ich möchte eigentlich den Geldbeutel. Na, komm ich den? Hier. Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Ach, mittlerweile geht's doch schon wieder. Wir sind ja schon wieder voll. Ah, da ist noch eine Tasche mit Geld. Sehr schön. Dann schauen wir noch kurz hinter den Tresen. Ja, ja, Müsli und die Kasse plündern wir auch. Gesundheit ist voll. Das ist leer. Noch ein bisschen Salz. Ja, da liegt noch eine Limo im Müll. Und was gibt's hier? Oh, das ist irgendwie schräg. Ja, da hatte jemand ein heißes Puppendate. Da möchten wir gar nicht weiter stören. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Promenade. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, da läuft eine sehr jahrmarktige Version von Girls Just Wanna Have Fun von Cyndi Lauper, glaube ich. Da schreien viele Leute gern Easter Egg, Easter Egg. Ist es aber nicht. Das klärt sich noch. Schön abwarten. Was gibt's da? Karamell? Och nö. Wir wollen ja nicht, dass Booker durchs restliche Spiel durchrollt. Mr. DeWitt, hier. Sehen Sie mal. Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht den Vogel? Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie? Schon gut. Ja, die zwei schon wieder. Nur um einem Missverständnis vorzubeugen, ich nannte die am Anfang des Spiels mal scherzeshalber Waldorf und Stettler. Das sind natürlich nicht ihre Namen. Waldorf und Stettler stammen aus der Muppet Show. Das sind die, die beiden älteren Herren oben in der Loge, die sich so ein bisschen ankeifen. Die da sind es nicht. Nur damit keine Verwechslung aufkommt. Okay, dann helfen wir mal Elizabeth auf die Sprünge. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser, der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Ich kann mich nicht entscheiden. Tja, da dahinter wohl eine Symbolik steckt, wählen wir mal den Vogel, frei wie ein und so weiter. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Ja, sehr schick. Oh. Mein Gott. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Ja, bisher haben die Wolken scheinbar die Statue verdeckt und jetzt wird der Schaden offensichtlich, den der gute Songbird angerichtet hat. Ich glaube, wir sollten dann mal so langsam lieber hier gehen. Die Leute haben wir jedenfalls gut verschreckt. Naja, was heißt wir? Wir können ja nicht wirklich was dafür, wenn der Vogel durchdreht. Was passiert ist. Ach, der Songbird, der hat ein Alibi. Der war das nicht. Oh, Geld. Während die Leute hier staunen, können wir ja plündern. Was mich interessiert ist, wieso ist nie ein Handyman da, wenn man ihn braucht? Wozu sind die gut, außer dazu Leute zu erschrecken mit ihren bizarren Behinderungen? Ja, der Handyman, den wir ganz am Anfang gesehen haben auf dem Jahrmarkt. Die armen Kerle, die in diese Metallkörper gesteckt werden, denen möchte ich eigentlich weniger begegnen. Oh, Geld, Limo und na, noch mehr Geld. Schön. Oh, sie guckt ganz traurig. Ja, sie ist wirklich ein sehr lebensecht gemachter Charakter. Da hat man viel Arbeit reingesteckt.